Ich bin in neuen Honda CRV als ePHEV, also als Plug-in in der Ausstattung Advanced Tech zur Probe gefahren. Der neue CRV in genannter Ausstattung bietet auf einem Radstand von 2.701 mm eine fünftürige und fünfsitzige Korsa von stattlicher 4.706 mm Länge und 1.673 mm Höhe. Durch die Bevorratung des Batteriespeichers ergibt sich ein Leergewicht von 1.988 Kilo. Zuladung verbleibt 442 Kilo. Der Plug-in darf doppelt so viel an eine mögliche Anhängerkupplung anhängen, nämlich 1.500 Kilo, gegenüber den Hybrid-Varianten des CRV. Der Vortrieb des CRV, sowohl in der Hybrid- als auch in der Plug-in-Hybrid-Version, erfolgt in erster Linie elektrisch. Der Elektromotor bietet 135 kW, 184 PS sowie ein Drehmoment von 335 Newtonmeter. Im Falle des Plug-in reicht die Batteriekapazität von brutto 17,7 Kilowattstunden nach Werksangaben nach EAER-Norm 82 bis 105 Kilometer. In der Realität sollte man vielleicht auch mit 20% weniger Reichweite kalkulieren. Der über alle Modellvarianten identische Verbrennungsmotor hat einerseits die Funktion, die elektrische Energie für den Antrieb zu erzeugen, im Falle des Plug-in auch zur Wiederaufladung der Batterie. Bei höherem Energiebedarf dient auch der Verbrennungsmotor dem Antrieb. Im Vergleich der Kraftstoffverbrauchswerte nach WLTP-Werksangabe schneidet die Allradvarianten des CRV Hybrid schlechter, die vorderradangetriebene Version des CRV Hybrid besser ab als die Plug-in-Variante, ebenfalls mit angetriebener Vorderachse. Die Erklärung dafür dürfte im knapp 200 Kilo höheren Leergewicht des Plug-in-Hybrid liegen. Bei der Ausstattung des Honda CRV ist das Fahrerassistenzsystem Honda Sensing 360 hervorzuheben. Nur zwei Beispiele: der Querverkehrswarner, egal ob vorwärts oder rückwärts in den Fließverkehr eingefahren werden soll. Perfekt. Der Totwinkelassistent, der ergänzend beim Blinken den richtungsgleichen Fahrradfahrer erkennt und im großen Multifunktionsmodus anzeigt. Honda ruft für das Topmodell CRV ePHEV in der Advanced Tech Ausstattung einen Preis von 59.900 € auf. Der Honda CRV Plug-in Hybrid ist perfekt für den Pendler zugeschnitten, dessen tägliche Reichweite unterhalb, ich sag mal, der elektrischen Reichweite liegt.